fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Zusammen. Heute wieder ein Schrottplatz-Video und es fängt gleich mit einem Abwracker an. Ja, muss ich nichts zu sagen, ne? 228.000 Kilometer, Motorgetriebe okay. Ja, steht sogar drauf. Ja. New Beetle. Octavia. Golf 4, nicht mal Rost am Kotflügel. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist die Autoverwertung Blick hier. Muss man nicht viel zu sagen, ne? Ich zeige dir nochmal von hinten. Das, meine lieben Zuschauer, ist die Essenz von Dummheit. Solche Autos wegzuwerfen. Erstmal einen groben Durchgang. Heute scheint mal die Sonne, ne? Das ist ja echt ein Golf Plus. Ein AXR TDI mit 241.000 Kilometern. Natürlich läuft der noch. Ne? Golf Plus. Das hat doch schon Neuwagen-Feeling hier drin, oder? Der Golf Plus ist ja optisch nicht mein Fall, aber guckt euch den Innenraum an. Und sowas schmeißen die Leute weg. Ein Jahr nach dem Zahnriemenwechsel. Wie neu muss man den Leuten eigentlich die Autos dahinstellen, bis sie die nicht mehr wegwerfen? Das ist... Natürlich müssen Autoverwertungen auch was verdienen, das ist nicht das Problem an der ganzen Sache, da sage ich auch nichts gegen. Ne? Denen mache ich auch keinen Vorwurf. Ne? Touran, eine ganze Reihe Touran. Sogar ein Cross-Touran. ¼ TDI. Verdammt. 528.000 Kilometer runter. Da hat man ja noch ein bisschen was vor sich. Ja, was willst du da noch sagen, ne? Galoppierende Dummheit. Touran, Touran, denke ich mal. Ja. Noch ein Touran. Ein Caddy. Wisst ihr eigentlich, wie die Dinger gehandelt werden?
die neuen Caddies. Noch ein Caddy. Und noch ein Caddy. Ne, ist ein Touran. Touran. Mit Katharina und Tochter unterwegs. Da sind sie. Meiner im Breitschürer. Schaltwagen, Diesel. Abwracker. Wieso? Müssen verwertet werden. Also das kann man nicht kaufen? Nein. Wahrscheinlich nicht. Hier sieht man jetzt nicht viel, aber... 1,9 TDI. Aber bei den Sachen steht immer drauf, was der Verkauf, also wie teuer irgendwas ist. Und bei dem steht nichts drauf. Weil er die wahrscheinlich nicht teile. Mal gucken, was das für ein Motor ist. Muss da irgendwo stehen. Ob der eine Einspritzpumpe hier vorne hat oder eine Pumpedüse ist. Kann man den Stab buchen? Wir haben hier keinen Stab, aber verdammt. Wir können festhalten. Echt? Da. Roter Kennbuchstabe. Alha. Ja. Deiner. Also unzerstörbar. Aber der ist schon trockengelegt, sieht man. Ja, ja, der ist alles raus. Ne? Ja. Öl ist auch leer. Ja, der ist kurz vor der Presse. Aber fragen kann man, das ist nicht das Problem. Ne? Vielleicht gibt es für den ja Papiere, beziehungsweise der muss nicht abgewrackt werden. Weil auch so, ne? Der hat auch eigentlich gar keinen Rost. Keine Innenverkleidung. Ja, die kann man ja wieder rabatten. Ja. Muss ja erstmal suchen, aber hier sind ja genug. Die Sitze ist auch noch alles. Das sind nur Fusseln, diese Fusen, die sind nur total gut. So, leider ist das ein Abwracker gewesen, dumm gelaufen. Seat. Fabia. Noch ein Fabia, der stand mal irgendwo etwas länger, glaube ich. Mercedes. Aua. Oh, C-Klasse. Mit Betonspachtelung. Ja. Da hinten könnt ihr jetzt noch mehr sehen. Ne? Junge Gebrauchtwagen warten auf die Presse. Ne? Polo Kombi. Ja, wie gesagt, das ist die Essenz von Verblödung. Das ist wirklich erbärmlich. Ja. Hallo? Geht's noch, Leute? Es ist... Und alles kommt hier an, fahrbereit, ne? Nur mal so als Information, ne? Was warst denn du mal? Ja, bei Touran kann man ziemlich sicher sein, dass die in alle Teile zerlegt werden. Weil in Osteuropa und in Afrika und so weiter leben nämlich intelligente Menschen. Die fahren sowas weiter. Fünfer. Genau in der Farbe habe ich den auch gehabt. Subaru. Lexus. Ins Ernsthaft, Leute. Lexus. Bis auf eine Beule im Kotflügel sieht das nicht richtig gut aus. Noch Fragen?
ich keine Frage mehr. Was ist denn Ditte hier? Ein Dodge. Mazda 6. Gut, die gammeln wirklich wie die Hölle. Volvo. Kann ich kaum glauben, dass der kaputt ist. Noch einer. Familienabteilung. Ford Galaxy. Als TDI mit VW-Motor. Auch. Ne? Ewig haltbar. Ja, hier sieht man es. TDI. Hm. C-Max, glaube ich, heißt das Ding. Achso, bevor einer fragt, die Autoverwertung ist in Lüchow. Ja, Autoverwertung Blick. Ja. Bin mal gespannt, wann die Deutschen auf die Idee kommen, die verarschen mich doch. Ja? Schmeißt eure Abwrackprämie 1, schmeißt eure Autos ohne Katalysator weg. Okay. Abwrackprämie 2, ja, kauft Diesel, genau. Nächste Abwrackprämie, Diesel sind böse. Kauft Elektroautos. Wann kommen die eigentlich mal auf die Idee, kann das eigentlich sein, dass ich mich morgens mit dem Hammer kämme? Und mein gut erhaltenes Auto auf den Schrott schmeiße? Weil irgendein Hiopai die Industrie zwanghaft unterstützen muss? Das muss man doch irgendwann mal, da muss man irgendwann mal hinterkommen, oder? Wie jung muss ein Corsa sein, dass der nicht kaputt gemacht wird? Das, ja. Noch ein Corsa. Für mich sind das Neuwagen, Leute. Das ist unglaublich, was die Leute wegschmeißen, ne? Ich sag, es gibt so viele Leute in Deutschland, die sich mit dem Hammer kämmen. Also die Hammerwirtschaft muss unglaublich wachsen. Natürlich riecht der noch neu. Der ist auch gerade über 5 Minuten auf der Welt. Gefühlt. Kombo. Guckt euch den Astra an. Kein Rost. War sogar ein Benziner. 1,2er allerdings. Okay, das kann ich nachvollziehen. Der Motor taucht wirklich nichts. Im Corsa geht das noch mit 65 PS, aber im Astra G. Das für mich ist für mich auch noch ein Neuwagen, ernsthaft gesagt. Polo TDI. Ja, alles Abwracker. Ja, natürlich. Dem Hersteller ist es am liebsten, beziehungsweise die suggerieren das, beziehungsweise zwingen die Regierung dazu, dass du dein Auto neu kaufst und direkt ausliefern lässt an den Schrottplatz. Nachdem du für ein Jahr Steuern bezahlt hast, natürlich. Das Witzige an der ganzen Sache ist, diese Autos sind alle auf eigener Achse hier angekommen, ne? Die fuhren alle. Das ist pervers. Das ist Perversion. Falls sich mal einer nach der Definition fragen sollte, was Perversion ist, da hat er sie. Können wir nach hinten weiter gucken. Ja, das gute Stück wäre zu verkaufen. Motor läuft, aber Loch im Tankwall angebohrt. Muss nicht sagen, dass das Ding selten ist, ne? Ist ein Transporter. €500.
Der XAD ist jetzt nicht wenig selten. Ja, so selten auch wieder nicht, aber kriegt den erstmal, ne? Vor allen Dingen nicht mit laufendem Dieselmotor. Ne? Ist ein Oldtimer und ein LKW. Könnt ihr euch aussuchen, womit ihr Geld spart. Wenn ihr in die Feinstaubzonen rein wollt, Fahrkennzeichen, wenn nicht, LKW-Zulassung. Ne? Tut sie nicht viel. Oldtimer wäre besser auch mit der Versicherung, ne? Ja. Was ich gemerkt habe, die Schaltung ist extrem schwergängig, aber wie gesagt, das muss gewacht werden. Ja. Ist jetzt auch nicht das Komplizierte. Da haben wir einen Audi A2. Sag ja, die Hammerwerfer werden nicht weniger. TDI. Ja. Audi A2. Als Diesel würde ich ihn nehmen. Aber hier ist nicht mehr viel los drin. Noch ein A2. Sogar mit Ledersitzen in Blau. Das könnte ein Diesel sein. Ja, zu Deutsch mein Motor. AMF. Ja, Audi-Fahrer haben also auch zu viel Geld. Auch schön. Das zu wissen. Ich sollte mit Audis handeln. So, und jetzt zu einem Auto, was mich richtig ankotzt, dass das verschrottet werden muss. Ja, hier habe ich ein Auto gefunden. So, jetzt fängt an zu weinen. Das Ding stand 1000 Jahre in der Scheune. 1.8er i Vectra. Fällt euch was auf? Einmal gar nichts. ...122.000 Kilometer runter und muss verschrottet werden. Keine Chance, den zu kriegen. Die Stadt Salzwedel hat das Ding eingesammelt bzw. abholen lassen und haben darauf bestanden, dass es verwertet wird. Ja, danke Stadt Salzwedel. Noch ein Oldtimer weniger, das ist nämlich einer. Eine Nuller Frontscheibe. Ja, das ist ein Baujahr 90. Oldtimer. Ja, das muss nur einschlagen hier, aber das wäre nicht das Thema gewesen, das zu reparieren. Sag ja. Dumme Menschen everywhere, ne? Der ist wirklich rostfrei, kein Scherz. Unten drunter haben sie mir gerade erzählt, die haben den unten drunter, haben sie sich auch angeguckt, ne? Nichts. Gar nichts. Gerade rostfrei, 122.000 Kilometer runter und muss in den Schrott. Die haben mir gerade im Büro erzählt, den hätten sie auch lieber verkauft. Aber nein. Ja. Fällt einem nicht mehr viel zu ein. Wo kommen eigentlich diese ganzen dummen Menschen her, die sagen, so etwas ist Müll? Ich meine, ich habe das schon öfter mal gehört, dass Autos entsorgt werden sollten, weil das ja Schrott ist. Hat sich hinterher herausgestellt, dass das wirklich veritable Oldtimer sind. Stadt Salzwedel, was ist los mit euch? Was stimmt mit euch nicht? Oldtimer. Ja? Das scheint mir ein Astra zu sein. Astra F. Vom Dach her ein GSI. Von der Seite eher nicht so. Nein, das ist die Sonderversion Schimmel. Mit Automatik. Saphira B. Ja, auch keine Fragen mehr. Langer T4. Aua. Das hat wehgetan. Taxis. Ach, das ist der ML. D
Den habe ich schon mal fotografiert. Nichts runter. Mittlerweile ist er ziemlich gerupft. Ein 2,7er. Abwracker. Volle Hütte. Volle Hütte. Sogar Heckklima. Ne? Musste entsorgt werden. Der Wagen war fahrbereit. Der Wagen hatte... Warte mal, was war das? 220.000 Kilometer runter. Voll bis oben hin. Sogar grünes Leder. Ne? Gut, jetzt mittlerweile alles weg. Ne? Aber... Warum? Was soll der Scheiß? Ich kapiere einfach nicht. Das Auto hätte noch 10 Jahre fahren können, ganz bequem. Da ist nichts dran gewesen an dem Auto. Hier, ihr könnt euch selber angucken. Nichts dran, gar nichts. Kein Rost, kein gar nichts. Der kam hier fahrbereit an. Lupo. Ja, sofort mal gucken, was das für einer ist. Ach, schade, Benziner. Ein... AOC. 1 Liter. Noch einer. Der hat aber eine komische Front. Ah, ein 3 Liter Lupo. Ein 3 Liter Lupo. Ja. Dummheit kennt keine Grenzen, aber verdammt viele Leute, ne? So ist das halt. Ja. Den umbauen auf das Schaltgetriebe vom 1,4er TDI und das Ding hält ewig. Ernsthaft, ewig. Und ihr fahrt unter 3 Liter. Definitiv. 1,2 TDI, 61 PS. Zahnriemen ist gemacht. Unglaublich. Unglaublich. Die Haube ist, glaube ich, aus Aluminium, die Frontschürze ist anders, Aerodynamik, ne? Die Heckklappe ist, glaube ich, auch anders. Ja, die Bremstrommeln sind anders, Aluminium oder Magnesium-Dingenskirchen, keine Ahnung. Ja, ja, die Heckklappe ist auch ein bisschen anders. Ja, definitiv, ja. Stimmt, der hat die Batterie hinten, ja. Geiles Auto, wirklich ein geiles Auto. Und liegt da im Schrottplatz rum. Ne? Und hier sehen wir wieder, ne? Lupo. Ne? Stehen rostfrei auf dem Schrottplatz. Die Motoren sind so leicht zu reparieren. Fox dagegen ist echt ein Müllhaufen. Ernsthaft. Ja. 3 Liter TDI. W124 Kombi, denke ich. Mal gucken. Ist das 190er? Ne, auch 124er. Das wird echt nicht erkannt. Alter Schwede, ich werde alt. W211, W210, W168, W211. Ja, die Dinger kann ich auswendig. Warum auch immer die hier sind, keine Ahnung. Ich habe selbst schon ein Taxi gefahren. 800.000, kein Ding. AXR TDI im Skoda. Geil, ne? Serviceheft bis 260.000. Wie dumm muss man sein, so etwas abzugeben? Bei 269.000, bis 260.000 da Service zu machen. Und dann das Ding für ein Appel und ein Ei wegzuschmeißen. Ja, ja, ihr kriegt 5,20 Euro vom Steuerzahler. Also bezahlt ihr die Scheiße selbst. Ihr kämmt euch echt alle mit dem Hammer, die sowas abgeben. Ja, ich denke, das war der Rundgang für heute. Bis zum nächsten Mal.
zusammenfassend kann man jetzt sagen, ich glaube, ich mache das doch ganz gut. Von mir bekommt der Schrottplatz eigentlich nur noch Hüllen. Ja. Das, was andere Leute auf den Schrottplatz werfen, das fahre ich. Ja, wie man sieht, der Wagen wird durchaus bewegt. Wir haben jetzt 462.022 Kilometer, 185 Kilometer mit dieser Tankfüllung. Und dann sehen wir Folgendes. Voll. Die Nadel hat sich noch nicht mal bewegt. Ich fahre mit unter 3,5 Litern auf 100 Kilometer. Das ist nachhaltig. Sorry, aber ne, das sind 462.000 Kilometer. Das Fahrzeug wurde gebaut. Hier sind Rohstoffe gebunden in diesem Fahrzeug. Der Motor läuft einwandfrei. Katharina ist den heute gefahren und hat sich echt gewundert, wie sportlich sich das Auto fahren lässt. Ich sag so, ja, das ist auch, was das Drehmoment angeht, der stärkste Lupo, den es gibt. Ja, selbst der GTI hat nicht so viel. Er hat keine 200 Newtonmeter Drehmomentserie. Ja, das ist, ja. Auch bei Autoverwertungen kriege ich immer einen riesen Hals. Wenn ich darüber nachdenke, dass wir Menschen umbringen. Wir bringen Menschen um mittlerweile, um Neuwagen auf den Markt zu bekommen. Wir töten Menschen in anderen Ländern, beziehungsweise wir sorgen dafür, dass sie umgebracht werden. Damit wir uns hier hinstellen können, guck mal, ein tolles Auto, ne? Hier kommt neu. Das muss doch langsam mal, wir leben doch in Zeiten vom Internet. Das muss doch mal irgendwo ankommen bei den Leuten. Das ist doch nicht das Problem, sich zu informieren. Wie oft soll ich den Scheiß noch teilen? Du kannst es den Leuten aber auch sagen, wir sind Elektro-Alpha-Kevins, ne? Guck mal hier. Ja, in Afrika verhungern ja sowieso alle Menschen und dann können sie ja froh sein, dass sie dafür sterben. Ja, hallo? O-Ton, kein Scherz, musste ich mir so anhören. Ja, weil alle Afrikaner am Hungertuch nagen oder sowas in der Richtung. Den meisten Afrikanern geht's gut. Eigentlich geht's denen relativ gut. Der weiße Mann ist immer derjenige, der das da unten komplett kaputt macht. Und ihr wundert euch am Ende über Flüchtlinge. Ja, wo kommen die wohl her? Von deinem Elektroauto, von deinem Neuwagen, von deinem Fernseher. Daher kommen die ganzen Flüchtlinge. Von deinen Klamotten von Kick. Ich verurteile niemanden für Klamotten vom Kick. Trage ich selber. Aber man muss sich doch dessen bewusst werden, dass wir die Ursache sind. Die Homo consumensis, die den Hals nicht voll bekommen. Es darf kein gebrauchtes Haus sein, was man renoviert. Nein, es muss ein Neubau sein. Es muss ein Neuwagen sein, weil der Nachbar hat auch einen Neuwagen. Sorry, aber solche Leute haben sich für mich mit dem Hammer gekämpft. Was stimmt denn mit denen nicht? Ja, und ich muss zugeben, mein Vater war auch so einer, der hat alle 4 Jahre ein neues Auto gekauft. Ja, öffentlicher Dienst und Prozente, bla bla. Irrelevant. Er hätte sich auch ein gebrauchtes Auto kaufen können. Hat er hinterher auch gemacht. Irgendwann habe ich so lange auf ihn eingeredet, dass er sich einen Gebrauchtwagen gekauft hat. Das ist die Politik schwafelt davon, es soll alles Klimaschutz und bla und Sülz und Quassel. Laut der Politik gibt es gar keinen Klimawandel. Und ich bin überzeugt davon, dass es einen gibt. Ich merke es ja gerade. Ich bin nämlich hier gerade in kurzer Hose rausgelaufen. Im Januar. Es ist ziemlich warm. Ne? Natürlich gibt es einen. Das ist richtig. Es gibt einen Klimawandel. So, jetzt gehen wir mal davon aus, wir messen den Klimawandel an den Maßnahmen, die Politik beschließt. Inklusive aller Parteien. Alle. Ne? Dabei kommt am Ende heraus, es gibt keinen. Es gibt keinen Klimawandel. Es gibt nur noch einen Anlass, um noch mehr Konsum und noch mehr Konjunktur und noch mehr Produktion anzuheizen. Es gäbe einen ganz einfachen Punkt, um den Klimawandel einen Riegel vorzusetzen.
Jetzt sofort. Jeder Neuwagen, auf jeden Neuwagen 100% Steuern. Und dieses Geld geht sofort in die Power-to-Gas-Anlagen in der Wüste. Da warten die nur drauf, dass die bauen. Die stehen schon Gewehr bei Fuß. Andere Länder werden nämlich weiter mit Verbrennungsmotoren fahren. Hui, das ist aber toll, ne? Ja, und die brauchen E-Fuel. Ja? Wenn irgendwann die Förderung runtergefahren wird. Das ist einfach so. Ja? So, dann stelle man sich vor, dieses Power to Gas, ne? Das ist einfach, da scheint die Sonne in der Wüste. Ne? Dieses dumme Gefasel mit der Effizienz und bla. Ja, die Sonne scheint so oder so. Mach doch einfach das scheiß Diesel und den scheiß Benzin da draus, den Ersatz. Damit fahren die Autos. CO2-neutral. Bumm. So, der Fahrzeugbestand in Deutschland könnte von heute auf morgen CO2-neutral sein. Ende der Durchsage. Aber dann wird nicht konsumiert. Dann kaufen sich die Idioten keine neuen Autos. Ja, dumm gelaufen, ne? Ja. Also, laut Politik gibt es überhaupt keinen Klimawandel. Sagen offensichtlich auch die Grünen nicht. Ich habe da so einige Interviews gesehen. Die wollen nur verkaufen, verkaufen, verkaufen. Die Leute sollen Elektroautos bauen und die Leute sollen die kaufen. So, das ist ihre Lösung für den Klimawandel. Das ist komplett an der Realität vorbei und trotzdem soll das so passieren. Ne? Statt jetzt den Bestand der Fahrzeuge zu nehmen und CO2-neutral zu machen, nein, das muss alles weg. Es muss neu konsumiert werden. So, und da ist der Punkt, wo ich mich aufrege. So. Das ist genau der Punkt, wo mir das gegen den Strich geht, dass ich auch bei der Autoverwertung Fahrzeuge sehe, die noch 10 Jahre fahren könnten. Ganz bequem. Die könnten noch 10 Jahre fahren. Ohne Probleme. Dieses Auto hier hat 462.000 Kilometer runter. Und ich habe kein Problem damit, das Auto nochmal die gleiche Strecke zu fahren. Das kann der Motor durchaus durch. Das kann der. Der ist komplett fit. Der ist wirklich komplett fit. Der unterscheidet sich in keinem bisschen von einem neuen. Ne? Das ist einfach so. Er unterscheidet sich nicht. Er verbraucht unter 3,5 Litern auf 100 Kilometern. Unter 3,5 Liter. Und jetzt stell dir mal sich vor, das Ganze mit E-Fuel. CO2-neutral. Ja, wäre doch die Paradedisziplin für so ein Auto. Stattdessen findet man 3 Liter TDI Lupo auf dem Schrott. Ihr habt euch verlaufen, Leute. Komplett in die falsche Richtung gerannt. Das geht nicht. So funktioniert Nachhaltigkeit nicht. So funktioniert Klimaschutz nicht. Ne? Ich achte sehr auf Klimaschutz. Ne? Nachhaltigkeit. Ne? Wir heizen nur mit Holz. Wir haben einen Sammelschein für Bruchholz in den Wäldern. Das, was so oder so runterfällt, sammeln wir ein, damit heizen wir. Ausschließlich. Wir haben keine andere Heizung. Kein Öl, kein Gas, kein gar nichts. Das Einzige, was bei uns mit Gas funktioniert, ist unser Herd. So. Wir haben eine Photovoltaikanlage mit 16 Platten, genau. Wir könnten daraus eine Inselanlage machen. Wird auch als nächster Schritt, wird auch als nächsten Schritt funktionieren, weil wir keine Batterie bekommen haben. Mittlerweile habe ich eine im Auge. Die kann das Haus ganz bequem 16 Stunden mit Strom versorgen, ohne dass sie wieder nachgeladen werden muss, weil so viel brauchen wir ungefähr. Wir haben auch keine großartigen Stromfresser. Ne? Ja, das ist genau das Problem. Nachhaltigkeit ist etwas völlig anderes als das, was heutzutage als Nachhaltigkeit gepredigt wird. Mittlerweile ist alles nachhaltig. Überall kleben sie es drauf. Das ist nachhaltig. Ne? Mittlerweile steht auf einer scheiß Cola vom Pennymarkt steht, dass es vegan ist. Das ist genauso ein Schwachsinn. Das ist, dressier die Menschen in eine Richtung und alle rennen wie die Deppen hinterher. Ne? Das ist es. Dieses Auto hier fährt noch ewig. Ja, und wenn es kaputt gehen sollte, repariere ich es. Das Getriebe irgendwann durchgehen sollte, dann baue ich da ein neues Getriebe ein. Das ist kein Ding. Das ist 2 Stunden Arbeit. Das ist kein Ding. Und wenn andere Sachen kaputt gehen, dann werden die halt repariert. Ich weiß nicht, wo diese Generation abgeblieben ist und wo dieser Sprung herkommt. Die Generation meines Vaters, die stand samstags noch da und die haben ihre Autos gepflegt. Die Dinger fuhren.
ewig um 3 Jahrhunderte. Ne? Das ist, also nach dem Mercedes hat mein Vater nur noch Neuwagen gefahren, aber davor, der stand immer in der Garage, selbst mit seinen Neuwagen hat er alles selber gemacht. Ne? Das ist, das waren keine Kfz-Tis. Mein Vater war Postbeamter bei der Oberpostdirektion in Dortmund. Ne? Ich kenne Lehrer, die haben an Volvos geschraubt. Ich kenne Buchhalter, ich kenne alle möglichen Leute. Ne? Andere Postbeamte, die in Witten ist der Postbeamte ganz bekannt mit einem Opel Olympia. Mit dem WIT-Kennzeichen, in Blau, glaube ich, ist der. Falls jemand aus Witten kommt und aus der Umgebung, das Auto kennt ihr bestimmt. Der hat mit meinem Vater zusammen gelernt. Ne? Bei der Post. Beziehungsweise waren in der Postfiliale in Witten, das war ihr erster Einsatz nach der Ausbildung. In Lüdenscheid war das, glaube ich, die Ausbildung. Auch irrelevant. Naja, auf jeden Fall, wo ist diese Generation hin? Im Osten genau das Gleiche. Das waren Leute, die sind mit einem Trabant. Muss uns über die technischen Fähigkeiten eines Trabants, muss ich euch nicht aufklären. Die sind mit einem Trabant mit 4 Leuten, einem Wohnanhänger hinten dran. Da war der komplette Proviant drin, 1000 Kilometer nach Ungarn runtergefahren. Zwischendurch hat das Ding Ärger gemacht. Da wurde mal eben kurz auf der Raststätte der Motor ausgebaut, das Ding einmal komplett durchgeschrubbt und dann ging das weiter. Kannten die nix. Und mittlerweile werden die hier von den Werkstätten abgeledert, dass es nur so kracht. Eine Generation weiter. Können die nichts mehr. Überwiegender Teil, ne? Es gibt natürlich noch Schrauber. Aber der überwiegende Teil wird abgeledert, dass es nur so knallt. Ich habe sie ja hier alle stehen, die Autos. Verstehe ich nicht. Vielleicht hat sich die Gesellschaft einfach verlaufen. Wenn hier irgendwann mal ein Verbrennerverbot kommen sollte oder sowas in der Richtung, schnappe ich meine ganzen Autos und dann bin ich in Afrika. Oder in Amerika. Oder weiß der Teufel wo. Man kann an so vielen Orten leben. Aber ich werde für heute erstmal zum Ende kommen. Für ein Wochenendfilm war das ganz schön negativ. Und ganz schön viel Aufreger. Aber ich sage, auch von Schrottplätzen sollte ich mich echt fernhalten. Euch wünsche ich einen sanften Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern, so wie ich heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Video.